grob gesagt Senioreneinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen sollten bis 9., 10. Kalenderwoche geimpft werden. Und die über 80-Jährigen hoffen wir, dass wir bis Ende des ersten Quartals impfen können. Alle anderen Personen, vor allem zuerst die über 65-Jährigen bzw. Personen in Betrieben, systemrelevanten Betrieben, sollten dann im zweiten Quartal, Ende zweites Quartal drankommen und der Rest der Bevölkerung Frühsommer bis Frühherbst. Also wir verimpfen sofort alle Impfdosen, die verimpft werden können. Da für eine komplette Immunisierung 2 Impfdosen notwendig sind, vom aktuellen Impfstoff im 3-Wochen-Abstand, vom nächsten zugelassenen Moderna in 4-Wochen-Abstand, behalten wir die zweite Dosis zurück, damit wir auch garantieren können, dass eine zweite Dosis verabreicht werden kann. Derzeit haben wir 2 zugelassene Impfstoffe. Das ist der Impfstoff von Bayern durch Pfizer, mit dem wir auch derzeit impfen, weil er auch schon geliefert wurde. Der zweite vor kurzem zugelassene ist Moderna. Hier sollten größere Lieferungen in nächster Zeit kommen. Und der AstraZeneca-Impfstoff hoffen wir, dass eine Zulassung Ende Jänner erfolgt. Derzeit kann man sich den Impfstoff nicht aussuchen. Man wird den nehmen müssen, der zu dieser Zeit, wo man zur Impfung kommt, vorhanden ist. Natürlich lasse ich mich impfen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Impfung gut schützt bei einem sehr geringen Nebenwirkungsprofil, weil ich es als meine moralische Verpflichtung sehe, mitzuhelfen, diese Pandemie zu beenden. Ich bin aber noch nicht geimpft, weil ich nicht in die Personengruppe gehöre, die derzeit zur Impfung ansteht. Aber wenn diese Personengruppe drankommt, selbstverständlich lasse ich mich impfen. Die Impfung gegen Covid ist derzeit kostenfrei. Sie ist natürlich freiwillig. Wir haben keine Impfpflicht. Also die Impfstoffe sind sehr sicher, vor allem was das Nebenwirkungsprofil angeht. Sie wurden nicht schnell zugelassen, weil die Prüfung, die praktische Prüfung am Patienten verkürzt wurde, sondern weil das Behördenverfahren schneller durchgeführt wurde. Wir haben jetzt schon sehr viele Impfungen verimpft in der Welt, schon mehrere Millionen, und es hat sich gezeigt, dass keine gravierenden Nebenwirkungen aufgetreten sind. Derzeit sieht es so aus, als ob die Impfung auch gegen die Mutationen wirkt. Genauere Untersuchungen müssen hier noch durchgeführt werden. Solange wir nicht wissen, ob es auch ein Schutz vor einer Übertragung ist, werde ich mich auch testen lassen müssen, weil auch wenn ich nicht selbst erkranke, dann würde ich ja das Virus weitergeben können. Aufgrund der Impfung wird das Testergebnis nicht positiv. Es kann natürlich sein, dass trotz der Impfung das Testergebnis positiv ist, wenn man eben trotzdem entweder eine Infektion schon bekommen hat oder eben weiterhin Viren ausscheidet. Die Impfung selbst kann nicht eine Infektion auslösen, da kein Virus gespritzt wird, sondern ruft nur eine Immunität hervor. Derzeit weiß man noch nicht, ob die Impfung auch vor einer Übertragbarkeit der Erkrankung schützt. Das heißt, in weiterer Folge, solange man dies nicht sicher weiß, muss man natürlich die Vorsichtsmaßnahmen weiter aufrechterhalten. Es ist empfohlen, sich impfen zu lassen, da die natürliche Immunität höchstwahrscheinlich kürzer hält als der Impfschutz. Wenn eine Schwangerschaft geplant ist, so wäre es sicher ratsam, sich impfen zu lassen, damit in der Schwangerschaft dann ein Impfschutz besteht, ist derzeit schwer möglich, weil wahrscheinlich diese Personengruppen derzeit nicht zu einem Impfstoff kommen. Die Impfung ist in der Schwangerschaft nicht empfohlen, nicht weil sie gefährlich ist, sondern weil noch zu wenige bzw. derzeit noch keine Daten vorliegen.
Derzeit steht das nicht zur Debatte. Erstens, weil er nicht zugelassen ist und zweitens, weil wir zuerst natürlich die gesamte restliche Bevölkerung impfen wollen. Erstens können auch junge Menschen schwer erkranken und auch versterben, wenngleich nicht so häufig wie ältere Personengruppen. Zweitens, auch der junge Mensch sollte sich schützen, nicht zu erkranken, damit er auch im Berufsleben nicht ausfällt. Und drittens sollte sich zeigen, dass es durch die Impfung auch die Übertragung verhindert wird. So ist es eine moralische Verpflichtung eines jeden, dass er durch die eigene Impfung diejenigen schützt, die sich aus irgendeinem Grund nicht impfen lassen können.